Lockdown 2.0. Bist du als Single-Mann jetzt dazu verdammt, die nächsten Wochen einsam zu bleiben und vor allem, wenn die das Ganze nochmal verlängern, vielleicht dann noch länger alleine zu bleiben? Oder gibt es da immer noch gute Möglichkeiten, erstens Frauen kennenzulernen, zweitens an dir zu arbeiten und drittens besser und positiver aus der Nummer rauszugehen, als du reingegangen bist? Wenn du mich fragst, absolut, und genau darum geht es hier in diesem Video. Und hey, ich sagte, das ist nicht einfach so, sondern ich habe den letzten Lockdown, den wir hatten in Europa, in Zypern verbracht. Und nur mal ganz kurz, um so ein bisschen in Perspektive zu setzen, wie es dir jetzt gerade wahrscheinlich geht. Ich meine, bei dir sind die Restaurants zu, die Bars zu, die Clubs zu, je nachdem, ob du aus Deutschland oder aus Österreich zuschaust, sieht es ziemlich hart aus. Hier war es so, ich durfte 8 Wochen lang nicht aus dem Haus gehen. Man durfte nur 2 Stunden am Tag, nachdem man eine SMS an den Staat geschickt hat, aus dem Haus gehen, nur in die Pharmazie, also quasi zur Apotheke, zum Arzt oder zum Einkaufen. Und den Rest der Zeit ist man mit sich selbst alleine eingesperrt gewesen. In meinem Fall war es auf jeden Fall so, weil meine ganzen Mitarbeiter und Leute alle nicht hier waren. Das heißt, ich habe sehr gute Strategien gebraucht, um nicht wahnsinnig zu werden und sehr gute Strategien gebraucht, um nicht komplett negativ zu werden. Und genau die möchte ich dir jetzt einfach mitgeben, weil ich glaube, dass das einfach absolut wichtig ist. Denn schau mal, das eine ist, auf Frauen zuzugehen und Optionen zu schaffen, absolut richtig, darüber sprechen wir auch gleich. Aber das andere ist, in deinem Kopf der Boss zu bleiben, der du sein willst und auch der zu bleiben zu können oder vor allem auch werden zu können, falls du dich gerade erst hinentwickelst oder auf deinem Weg dort bist, der für Frauen auch interessant ist. Denn ey, einer, der morgens aufsteht und schon sein Leben hasst und schon darüber nachdenkt, wo er sich seinen nächsten Strick kaufen könnte, der ist nicht unbedingt der Interessanteste. Und ich weiß halt nun mal, wenn man viel in den eigenen 4 Wänden eingesperrt ist und vor allem auch viel Medien konsumiert und dann einfach nur mit Angst konfrontiert ist, weil die einfach nur damit arbeiten, dass man das liest, was einfach die Leute am meisten triggert. Und das sind halt nun mal einfach irgendwelche Horror-Stories und Frustrationen und Dystopien von der Zukunft, wie scheiße alles sein wird. Wenn man sich das alles reinzieht, dann ist es sehr, sehr schwierig, ein positives Mindset zu behalten. Und deswegen mal das allererste, was absolut wichtig ist. Und das ist, es ist immer noch problemlos möglich, Frauen kennenzulernen. Lass dich nicht von deinem Gedanken oder von deinem Geist einsperren in einer Situation, wo du denkst, dass das nur deswegen, weil jetzt gerade irgendwo Maskenpflicht ist, das nicht mehr geht. Ja? Ich habe schon ein Video dazu gemacht, das kannst du dir mal hier angucken, falls du es wirklich näher erläutert haben willst, wo ich schon erkläre, dass es immer noch super easy ist, Frauen anzusprechen. Du musst dich nur daran gewöhnen, genauso wie Männer, die Frauen vorher nicht angesprochen haben, weil sie nicht wussten, wie es geht. Es ist nur eine weitere Hürde. Ja, dann hat sie halt eine Maske an, dann musst du halt aber ansprechen und danach beim WhatsApp-Bild abchecken, ob sie auch wirklich so heiß ist, wie du gehofft hast. Ja, oder sich irgendwie mal ganz kurz gegenseitig mal, zeig mir deins, ich zeig dir meins spielen. Es gibt immer Möglichkeiten. Das ist mal Punkt 1, dass du auf jeden Fall auch weiterhin Frauen ansprechen kannst. Ja. Und vor allem, wenn du überlegst, ja, aber die ganzen Sachen sind ja zu, wo finde ich denn jetzt? Ja, die Leute haben ja auch keinen Bock, zu Hause zu sitzen. Du findest die in Parks, du findest die in Situationen, wo Leute halt jetzt hingehen, wo sie früher vielleicht sonst keine Zeit dafür hatten oder wo sie gerne mal hingehen, um mal rauszukommen, wenn sie gerade Homeoffice haben. Du musst nur kreativ sein. Das ist mal das Erste. Und der nächste Punkt ist aber der, dass du dich selber in einer guten Mentalhygiene befindest oder hältst und dass du auch einfach dafür sorgst, dass du weiterhin deinen Kram durchziehst, der dir wichtig ist. Und dazu gehört einfach, dir positive Inhalte reinzuziehen. Limitier deinen Medienkonsum massiv, weil, wie bereits erwähnt, die arbeiten einfach damit, Angst und Frust und Sorgen zu schüren, weil einfach das nun mal das ist, was am meisten geklickt wird. Ich kriege ja auch hier mal ständig wieder mal irgendwelche Kommentare, die schreiben, ey Matteo, warum immer so negative Headlines mit oh, die 5 Fehler und die 5 Sachen, die du nicht machen darfst? Weil das am meisten geklickt wird. Auch ich muss damit arbeiten oder muss mich damit arrangieren, wie die Leute halt nun mal drauf sind. Aber wenn dir das bewusst ist, dann kannst du zumindest nur die Dinge konsumieren, die zwar von mir aus damit arbeiten, wie jetzt hier manchmal unser Kanal, aber die dir versuchen, positive Inhalte mitzugeben. Dinge, die dich stärken, Dinge, die dich nach vorne bringen, Dinge, die dir aufzeigen, wo du an dir arbeiten kannst, wo du noch mehr aus dir rausholen kannst und nicht irgendwelche Headlines darüber, was wieder alles scheiße läuft auf der Welt und wer noch alles seinen Job verlieren könnte. Weil das bringt dich überhaupt nicht weiter. Weil selbst wenn du am Ende betroffen bist, bist du immer noch besser dran, wenn du positiv gestimmt bist und dich dann immer noch von der Energie her aufraffen kannst, dir was Neues zu besorgen, neuen Job, neue Situation, neue Wohnung, was auch immer, als wenn du die ganze Zeit nur konsumiert hast, was da geschrieben wird und dann denkst, der ganzen Welt geht es so und es wird jetzt niemand mehr eingestellt und so weiter und so fort. Ja? Da wird das Ganze nur zu so einer negativen, selbsterfüllenden Prophezeiung, weil dein Mindset einfach so negativ beeinflusst ist. Das heißt, keine Medien oder so wenig Medien, wie du nur irgendwie kannst. Das nächste ist positive Inhalte. Ja? Lies Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung. Du findest zum Beispiel hier ein Video mit den 10 besten Büchern, die mich am meisten positiv vorwärts gebracht haben. Blenden wir hier ein. Da kannst du dir Inspiration holen. Ja? Dann das nächste, was du auf gar keinen Fall vernachlässigen solltest. Nur weil das Gym jetzt zu ist, heißt das nicht, dass das eine gute Ausrede ist, nur noch zu Hause zu sitzen und dann einfach irgendeinen Kram zu fressen, der dich dann wieder fett werden lässt oder deine ganzen Fortschritte zunichte machen lässt, die du dir vielleicht in den letzten Monaten aufgebaut hast oder deine guten Vorsätze, die du dir vielleicht gemacht hast, dass du in Shape kommen willst, dass du jetzt wieder Gas geben willst.
Das ist keine gute Ausrede. Das ist einfach nur ein Umstand. Aber deine Umstände sind nicht die Dinge, die dein Leben bestimmen, sondern deine Entscheidungen, die du auf Basis dieser Umstände triffst. Kauf dir Laufschuhe, kauf dir irgendwelches Sportequipment, guck dir irgendwelche Videos von David Goggins oder von anderen Fitnessleuten an und mach einfach zu Hause dein Workout. Bleib dabei, dass du weiterhin deinen Sport machst, weil gerade wenn dir die Bewegung fehlt, wenn du nicht so viel rauskommst, wenn du vielleicht nicht zu deinem Job kommst oder wenn du vielleicht bestimmte Dinge nicht tun kannst, ist es extrem wichtig, weiter deinen Sport zu machen. Das Einzige, was mich bei normalem Verstand gehalten hat in den 8 Wochen, in denen ich hier wirklich alleine eingesperrt war, war jeden Tag mindestens meine Stunde laufen zu gehen, damit ich zumindest meine Bewegung habe und mein Kopf frei wird. Dein Gehirn wird mit Sauerstoff geflutet, dein Denken wird viel klarer, du wirst positiver, du wirst alte Energien los, neue Energie kommt rein, es pusht dich einfach. Behalt das bei. Werd nicht einfach nur ein fauler Sack, wie die meisten das werden, denn ansonsten gehst du nur aus dem Lockdown raus, dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin genannt habe, negativer, als du reingegangen bist. Was du aber willst, ist, dass du nach Möglichkeit aus dieser Nummer besser rauskommst, als du reingegangen bist. Und außerdem, wenn du keinen Bock hast, rauszugehen und Frauen anzusprechen, weil du sagst, okay, ich habe wirklich keinen Bock, das mit einer Maske zu machen, so. Ich fände es zwar smart, wenn du es trotzdem tust, aber ich kann es verstehen, wenn du es nicht willst, dann halt dich zumindest daran, dass du weiterhin dich um dich selbst kümmerst, weiterhin deine Ziele fokussierst, weiterhin versuchst, die Dinge zu tun, die dich wirklich näher an deine Ziele ranbringen und nicht dann in so eine Lethargie zu verfallen von, ach ja, jetzt werde ich halt die Zeit rumbringen, jetzt zocke ich halt die ganze Zeit, jetzt beschäftige ich mich halt einfach nur die ganze Zeit mit irgendwelcher Ablenkung. Das ist nicht das, was dich weiterbringt und das macht dich einfach nur zum Sklaven von irgendeinem Stuss, der um dich herum passiert, aber es macht dich nicht zum Macher deines eigenen Schicksals. Und das ist immer noch das, was dir am meisten Selbstwirksamkeit verleiht. Und Selbstwirksamkeit ist das, was in der Psychologie damit verbunden wird, dass du dich wohlfühlst, beziehungsweise das ist der Nummer 1 Faktor, dass du das Gefühl hast, dass du selber etwas beeinflussen kannst in der Welt um dich herum, in deinem Leben, in deinem Weg durch diese Welt. Dieser Faktor ist der wichtigste, wenn es darum geht, dass du dich wohlfühlst. Und deswegen gib das nicht auf. Such dir wirklich deine Möglichkeiten, wie du nach wie vor in veränderten Situationen immer noch den maximalen Einfluss darauf nehmen kannst, wie dein Tag verläuft, wie dein Denken verläuft. Sei der Herr deines Mindsets, sei der Herr deiner Einstellung, sei der Herr deines Handelns und nicht irgendwelche Faktoren von außen, nicht irgendwelche Medien, nicht irgendwelche Sachen, die da an dich herangetragen werden, sondern triff immer noch die Entscheidungen, die dich am meisten nach vorne bringen. Und dann wirst du am Ende dieser 8 Wochen oder keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert, ne? Wird ja gerade schon wieder davon gesprochen, dass diese 4 Wochen verlängert und verschärft werden und keine Ahnung was, dann wirst du am Ende dieser Zeit einer von denjenigen sein, die da rauskommen, im Mindset gestärkt, in deiner Selbstwirksamkeit gestärkt, in deinem Selbstwertgefühl gestärkt, in deiner persönlichen Macht über deinen persönlichen Weg gestärkt und einfach der Mann, der immer noch voll im Saft steht, voll Action macht und wirklich genau so lebt, wie er das gerne möchte. Und wenn du da selber bei Probleme hast, dich selber an der Stange zu halten, also wenn du, es gibt ja viele Leute, die gehen zum Beispiel nicht alleine ins Gym, die brauchen immer so einen Accountability Buddy, irgendjemand, der mitgeht. Es gibt auch genügend Leute, die kriegen das nicht hin, sich irgendwelche Sachen vorzunehmen und dann auch wirklich durchzuziehen. Wenn du dann eine Community von Leuten brauchst um dich herum, die dich stärken, die dich pushen, die dich bei der Stange halten, dann kannst du mal hier oben auf das Video draufklicken, denn was ich dir dort erkläre, ist unter anderem nicht nur das, was wir mit unseren Klienten machen, sondern wir bringen unsere Klienten auch zusammen, sodass sie sich gegenseitig alle beeinflussen und bei der Sache halten können, sodass du am Ende dieser Zeit wirklich als jemand rausgehst, der aus sich das meiste gemacht hat. So. Unabhängig davon, ob du da mit uns arbeitest oder nicht, wünsche ich dir einfach nur, lass dir das durch den Kopf gehen. Nimm diese Dinge mit und setz sie um. Weil ansonsten bist du nach diesen ganzen Wochen nur einer von den vielen Dummköpfen, die ihre Zeit verschwendet haben, die nichts gerissen haben, die die ganze Zeit nur gejammert haben, die sich von den Medien haben beeinflussen lassen, die negativ sind, die Angst haben vor der Zukunft und die nichts auf die Reihe kriegen. Und das ist auf jeden Fall nicht, was ich dir wünsche. Deswegen, ja, danke, dass du das Video geschaut hast. Lass dir durch den Kopf gehen. Ich hoffe, dass du es mitnimmst. Ich hoffe, es wird dich positiv beeinflussen. Und lass dich nicht unterkriegen, Mann. Wird nicht der letzte Lockdown sein, deswegen lass uns lieber mal schnell daran gewöhnen, diese Zeit zu nutzen und zu maximieren. Viel Erfolg dabei und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.